Nicht, dass dann einer von hinten die ganzen Medics wegschießt, das wäre richtig scheiße. Wir verlieren hinter uns wieder eine Station. Dark, ja. Markiert? Ja, ich brauche noch einen Sunny für den Dark. Ich habe den Dark gerade erschossen. Friendly Fire. Bestgeh mal, komm mit hier rum. Ah, da ist er. Alter, Brain, geht mal weg, du bist ja knüpft. Hast du ihn? Ich kann nicht warten. Leicht Assault von hinten. Light Assault. Leute, wenn hier einer gestorben ist und da schon zwei Max daneben stehen und ein Ingi, dann müsst ihr nicht alle noch hinrennen, ne? Dankeschön. Ups. Chris, warte. Skyd, Vorsicht. Danke. Ich bin Dragon Bucket hinterher und lieg jetzt tot unten. So, ich sehe schon Leute. Random geratzt. Boah, hinter uns, hinter uns. Futter hinter uns. Ja, ich seh's. Er fliegt wieder hoch. Mann, oh Mann, und dabei sind wir gerade mal mit. Er ist hochgeflogen, warte, ich hole ihn mir. Ja, er ist da. Mit 85% hier, ne? Oh, hinter mir. Oh, scheiße. Oh, wow, bin down. Was beschießt mich denn da? Scythe ist down. Scythe ist down. Gut, die hat mir ordentlich Damage also gemacht. Ah, da ist so, 20 Sekunden noch, Leute, reißt euch einfach zusammen. Wäre kommt jetzt gleich vor euch, denke ich mal. Gut, oder? Ja, da ist ich für ja gerade eine Schwere. Frag mich nur, warum du zurückgelaufen bist, wenn ich hinter dir stehe. Läppische 5 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde und. Gut, Dankeschön. Ja, da kann ich viel Geld schon ein bisschen mit 85% hier in Überzahl. Ja. War sauber, den Spielen habe ich noch im Spawn. Gut. So. Nummer 2 bringst du uns den Sandy rüber. Wir ziehen gleich einen neuen. Ich denke, Führer jeder nehmen. Hat genug Ressourcen für einen neuen. Ja, kann ich. Das sind ja zwei Stück bei uns dran an unserem Sandy. So. Oh. Ja, bei mir sind welche drin, ja. Eins oder Brain oder Castros Pferd. Castros, okay. Wuff! Gamer, warum hast du einen Wenger? Wieso hast du dir jetzt einen Wenger gezogen? Einer ist noch drinnen in der Base. Haben wir dir was gesagt, dass du jetzt einen Wenger ziehen sollst? Ich meine, jetzt beim ersten Mal kein Problem, aber in meiner Zukunft ist schon ein bisschen dumm. Ja, wobei das eigentlich auch ganz wichtig ist, wenn wir schon mit dem Sanderer rumfahren, ne, dass wir auch noch einen Geleitschutz mit Panzern da haben. Ja, aber prinzipiell geht es jetzt heute nicht um Panzerfahren, sondern Häuser drängen. So, los geht's zum nächsten. Oh mein Gott. Schon wieder eine Lip, Futur. Ja, ich hab kein Ding drauf, keine Burst. Offen. Du Quatschkiller, schau halt in. Ja, jetzt ist es down, wenn ich gewechselt hab. Gut, jetzt können wir weiter. Ist er wieder dabei? Ja, wieder dabei. Klaus. Klaustrophobie. Leute, die Angst haben, wo ja. Klaus heißt. Für Klaus. Ich sag ja nur Spongebob. Da kommt ihr nicht drüber. Im Laptop nicht so. Gut. Wenn das geschlossene Einheit zum A-Punkt, ganz wichtig, nicht alleine. Traut, dass einer hinten absichert eine Max. Ja. Nicht, dass dann einer von hinten die ganzen Medics wegschießt, das wäre richtig scheiße. Wir verlieren hinter uns wieder eine Station von Nevanus. Mal gucken, wie stark in Übermacht wir jetzt hier gleich sind. Müssen wir uns mal wirklich ein paar härtere Gegner. Ja, wir gehen danach auf die M-Station und werden dann schauen, was das kann. Ich würde sagen, aufteilen auf die beiden Treppen. Denkt daran, von oben kann auch was kommen. Stimmt. Ja, ich guck nach oben. Das ist eigentlich viel besser. Na, ich würde sagen, das paar Stück einfach die Treppe runter gucken und ein paar Stück vielleicht die Treppe rauf. Ne? Also, ich meine, einfacher geht's eigentlich gar nicht. Na, komm ich nicht hoch.
Der verwirrt. Hinter uns können wir hoch. Das ist jetzt so klassisch. Was macht meine Messer? Ich hab hier genau am Hochweg geparkt, Leute. Eigentlich hättet ihr vom Sand raus genau hochlaufen können. So. Sag das doch ein bisschen früher. Wie gesagt, dann ist er da gelaufen. So. Gut. Prinzipiell läuft das jetzt gerade gut, wie ihr euch dahin positioniert. Nur, wer verteidigt die Treppen, die von wo oben ein leichtes Sold runterkommen könnte? Ja, ich zum Beispiel. Ich tue den Eingang links und mache die Treppe gleichzeitig. Ich bin schützen. Auch oben als Burster. Okay, aus Burster, ja. Dann kann ich auch immer noch sagen, ob was kommt. Das heißt, wenn du in die Luft gesprengt worden bist, wissen wir, dass da von oben was kommen könnte. Genau. Aber mit meinem Begleitschutz geht das nicht so schnell. Richtig. Wann die gehen nicht so weit runter? Haben wir überhaupt Gegenwehr momentan? Was ja, Varnus. Nicht schief. 3% ey. Sieht ja sehr gefährlich aus. Oh ja. Ich glaube, das ist nur das Terminal, was den Varnus gehört. Ich meine, Leute, wenn ihr ein bisschen mehr Action wollt, können wir auch Kontinent wechseln. Nur ich weiß nicht, ob ihr euch das zutraut. Natürlich. Da müssen wir zwar eine neue Max ziehen, aber so ist ja schon langweilig. Ja, dann würde ich sagen, wir ziehen das jetzt noch bis 9 Uhr durch. Die nächsten 5 Minuten gehen auch über die M-Station. Dann schauen wir mal, wie es uns taugt und dann gehen wir wahrscheinlich. Diesen mir sieht gut aus. Gute Idee. Jetzt schlafen wir noch ein. Eben, das oh, ist mir da wohl. Amerisch ist auch gut. Und du brauchst halt eine richtige Herausforderung, um richtig die Fehler rauszuziehen. Naja, weil wenn wir jetzt alle hier drin sind und unser Sandra in die Luft gesprengt wird, dann gucken wir auch blöd aus der Wäsche, ne? Ich werde wahrscheinlich Emmerich bevorzugen. Also ich sehe mal fix nicht, weil es da keine guten Basen gibt. Obwohl Inder ist, glaube ich, besser. Ich glaube, wir werden Inder machen. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Nachher dann, wenn wir das besprechen. Eventuell AK und Biolab noch auf Rossin, weil da scheint eigentlich die Post abzugehen. Also das und zumindest haben wir dann einen Gebäudekampf, da könnten wir uns wirklich... Biolab ist krass, glaube ich, Fatschi, ja. Hast du gerade ein Schild aktiviert? Mhm, ja. Bei mir hast du zwar die Geste, dass du das Schild so hältst, jetzt hast du eins. Bei mir war das Schild gerade nicht da. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Mist. Also ich werde das wahrscheinlich so sehen, ich denke mal, wir können jetzt da die Basis Mist. Nehmen. Und dann, wenn wir die, sobald wir die haben... Können wir uns da mal die Punkte bei der M-Station snacken und dann werden wir uns redeployen und da aufs Biolab gehen. Wir haben seinen Raketenwerfer, ist nicht mein Sunny wird zerstört. Drauf. Mein Sunny wird auch. Zerstört. Bucket, guck mal. Wollen wir den Sunny verteidigen? Ja, ne? Meiner ist on fire. Ja, das... Meiner ist down. Kritisch bestätigt. Meiner lebt noch. Ja, wobei da gehen zu viele Leute weg vom A-Punkt. Ja. Nicht alle, nur ein paar. Nur die Anfänger. Achso, Markus ja, und Sven. Die Besitzer des Sanderers gehen natürlich dahin. Oh, mein Auto! Und vor allem bin ich auch raus, um Spawnblicken zu platzieren, was taktisch klug ist, wenn das Sanderer down ist. Ja, vielleicht oben auf dem Dach wäre auch nicht schlecht. Was darf also nicht auf der Treppe? Lightning, hinter euch, hinterm Vanguard. Ich bleib beim A-Punkt, nur die Leute, die jetzt draußen sind. Okay, ist sowieso kein Spiel, aber. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt ein Lightning, wir müssen es schaffen. Ne, das war ich. Ich hab dir einmal um dich rumgeschossen. Na, da unten war ein Heavy, da. Ich hab da ist eine leichte bei meiner Spawnbeacon unten. Ja, ich weiß. Na, das ist wieso dominant ist. Terraner. Da draußen ist noch irgendein Terraner. Ja, ja auf den sein. Gehen wir grad. Ich hab grad angeballert. Bis dann. Schön. Gut. So, wir gehen jetzt dann noch zu dieser M-Station, weil ich denke mal, jeder würde gerne die Punkte für die M-Station haben. Ja, Logo. Gut. Verstehe ich doch, mein Squad. Ja. Dragon, wer ist denn dein Schutzbeauftragter? Ja. Dark Schall. Dings. Dark ist ja auch noch da, stimmt. Warte. Deshalb laufe ich ihm auch dauerhaft hinterher. Ja, dann hätte ich jetzt gern mal so einen Report, hallo. Wie euch das gefällt, wenn wir so spielen. Ich meine, jetzt ist es noch nicht wirklich actionreich oder so, aber ich meine, prinzipiell von den KD oder Punkte. Ich kann meine KD nicht angucken, das ist mein Problem. Ich habe immer noch jede Menge Bugs. Mittelstyle, aber da kurz deployen. Mal so, ich habe eine 13er KD. Meine ist genau 1 bei 51 zu 51. Ist doch gut. Ich müsste positiv sein, ich bin noch nicht gestorben, habe aber welche umgebracht. So, gut, passt, fahren wir jetzt zur M-Station und snacken uns die Punkte. Ja, brauchen wir einen Transporter. Ja, ich zieh gleich. Vielleicht auch noch einen Panzer dazu als Geleitschutz. Weil Leute können bei mir noch rein, wenn ihr wollt. Ja, ich fahre Sven mit. Ich zieh meinen Panzer an.
Sadi, du machst Bravo 6 und Bravo 3 können. Wo ist denn eigentlich das Terminal, Mensch? Ich sehe gar nichts. Ja, ich bin schon dort. Jumbo, wir sind ja eh gleich zu Bell. Bringt der dein Panzer eh nicht mehr viel? Ne, es geht ja bloß darum, dass das ist ja scheiße. Stell mal vor, du hast hier, was weiß ich, wie viele Leute, hast 12 Leute im Sunrufers los und dann 2 MacRider da, ne? Da guckst du natürlich auch blöd aus der Wäsche. Ein MacRider werden wir das sicher nicht begegnen, weil wir im Terraner-Gebiet sind, also... Ja, du kannst auch einen Polar nehmen, ist ja scheißegal. Ja, aber 14% nicht, du weißt, zwei Polar. Ja, und nee. Also ich hab zwar jetzt einen AA-Sandy, also nicht AA-Sandy, aber wir haben einen... Was ist denn das? Ein Bulldog. Okay, aber ich werde reinfahren. Nur weil wir im Terraner-Gebiet sind, heißt es noch lange, dass keine MacRider hier rumfahren, das wisst ihr selber. Stimmt. Ja. Wer ist denn jetzt schon so früh müde, Mensch? Kultur. Alter, wo so schwer arbeiten muss. Na, du hast, glaube ich, ein bisschen viel gezecht gestern. Oh, alle raus, nein, ist auf dem Bulldog-Gunner. Nein, Bulldog-Gunner geht auch raus, weil der ist eine Max. Dann mache ich mal den Bulldog-Gunner. So, und dann mache ich mir jetzt mal mein Tee, das... Ja, mit jetzt hast du noch Zeit, einen Tee zu kochen, aber nachher nicht mehr. Ja, nein, wir werden dann so eine 5-minütige Pause einlegen, sobald wir den Kontinent wechseln. Ja, das ist cool, dann kann ich endlich mal gucken, was mit meinem Internet los ist, weil... Genau. 5 Minuten? So, 5 Minuten könntest du dich mal was zu trinken holen, einen kleinen Happen zu essen oder geht pissen, das können wir selbst entscheiden. Blase entleeren! Lasst laufen! Jo, läuft's tot. Die kommen. Was, die kommen? Ja, ich glaube schon, einer ist tot. Ja. Einer ist auf jeden Fall da. Einer. Das soll gefährlich werden. So. Wenn wir gegen einer Probleme haben, bleiben wir auf dem Kontinent und nehmen den Kontinent ein. Genau, also mehr wie 10% Gegner dürfen wir da nie haben und dann läuft es auch wieder am Schnürchen. Also, jetzt wäre halt ein Spawn. Da ist einer! Folgt mir! Ja, aber alle müssen nicht wegen einen einzigen gehen, das könnt ihr euch in Zukunft auch angewöhnen. Ja. Ich denk mal nicht, dass ihr alle gegen einen einzigen verlieren würdet, weil das wäre nämlich ziemlich schlecht. Ja, nee, aber ich bin halt eine Burster-Max, da kannst du halt gegen einen auch. Ey, wir haben hier einen Level 100er Gegner, okay? Den habe ich gerade mit einer Bulldog weggehauen. Na, da ist er noch. Ich jage ihn, aber ich komme nicht hinterher. Die Terraner scheinen schon, wenn wir genug Sandere haben, weil wir hier 5 Stück unter A stehen haben. So, jetzt gehen wir mal fürs SKE. Was schreien die alles rum? Ich glaube, wir haben zu wenig Sandere. Was brauchen wir mehr Sandis? So, jetzt alle nur zum SKE. Das könnt ihr euch für Zukunft angewöhnen, wenn sowas ist. Wenn das SKI ist, dann pushen wir alle zum SCU. Aua! Scheiße! Wer isst denn da gerade was? Ich nicht. Wenn das ist Jumbo. Genau, ich kann gerade den Tee gerade hier einschenken. Die Pause ist nachher. So. Seit wann macht man das? Leider ist gerade so viel los, dass ich mir gedacht habe. Seit wann macht Tee einschenken so viel Geräusch? Danke, Kolios. Ja, noch? Ja, frisch gekocht, das war's. Ich dachte schon, dann kommt die Frage, wer pisst jetzt hier gerade ab, aber das kommt... Ja. Wie der rumflamed, ey. Hab ihn! Boah, Level 98er. So. Einer noch auf dem Turm. Dankeschön, Chris. Vergesst nicht, die können rausschießen, ihr könnt aber nicht reinschießen. Also wäre richtig scheiße, wenn ihr euch dann erwischt. Oh, der eine macht uns aber hier ziemlich schwer zu schaffen. So, SU down. Wir bewachen jetzt trotzdem noch weiter, weil der A-Punkt ist eh safe. Ja, einer ist noch da. Jetzt ist er down. Ja, Leute, langweilen sich. Jetzt waren 50% was Lava. 7% haben die nur. Genau, Rox. Einfach nochmal 10.000 Schuss draufgejagt und Toten. Viel hilft viel. Ja? Ich kann mich schon leben.